Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Eurofishing. Gestern noch über das Update von Fishing Planet gesprochen und was kommt? Das Update von Eurofishing. So kann es manchmal gehen. Rucki zucki. Und wir sehen schon, ich habe hier wenig Punkte, denn ich habe tatsächlich gerade viel im Laden für Angelausrüstung ausgegeben, auch wenn das hier nicht richtig geschrieben ist, beziehungsweise nicht richtig reinpasst. Denn das Posenfischen kam endlich tatsächlich raus und ein neuer Bossfisch der Geisterkarpfen, ich weiß gar nicht, wie auf Deutsch heißt, ich glaube auf Englisch war es irgendwas mit Ghost Carp, den gibt es in Spanien. Die haben auch die Bissfrequenz der seltenen Fische wieder ein bisschen erhöht, beziehungsweise der Bossfische, weil... Ganz ehrlich, seit dem letzten Update hatte ich auch keinen gefangen, deshalb war das schon, glaube ich, sehr niedrig. Also hoffen wir mal, dass das ein bisschen besser ist. Den hätten wir benennen können, wenn wir der Erste gewesen wären, beziehungsweise ich, der den gefangen hätte. Aber war ich natürlich nicht schnell genug. Zumindest gab es im Forum gerade schon ein Bild dazu. Der sieht nice aus, den werden wir uns mit Sicherheit auch nochmal angucken, beziehungsweise versuchen zu fangen. Das ist ja immer so ein bisschen tricky, besonders jetzt... Nachdem die ein bisschen genervt wurden und nicht mehr ganz so häufig fangen. Aber heute wollen wir uns natürlich erstmal mit den Posenfischen befassen. Und hier sehen wir auch schon die rote Mückenlarve. Und ein paar neue Köder. Was ist das hier? Ne, das ist im normalen Haken. Denn das, was Neues, gibt es dann tatsächlich hier mehr im Matchbereich. Hier unten gibt es was auch. Ein paar, glaube ich. Ich glaube, ne, die sind nicht neu. Aber hier die... Würmer zum Beispiel sind neu. Der Dumpel hier ist auch neu, glaube ich. Auf jeden Fall ist Präsentation Schwimmer. Da müssen wir tatsächlich drauf achten. Es gibt hier auch so einen Tiganus für den Schwimmer. Also können wir die damit auch fangen. Allerdings gibt es nur Posen in klein, beziehungsweise nur so Wackler-Posen. Ich glaube, das größte ist tatsächlich die 12. Ja. Die 20er hat man am Anfang, die sind irgendwo hier ganz in der Mitte von dem komischen Skillbaum hier. Und dann geht es halt hier weiter mit 18, 16, 14 und 12. Größere habe ich nicht gefunden, ich habe irgendwie alles durchgeguckt, aber keine mehr gesehen. Hier gibt es noch so ein paar Maden, ein paar bunte, die künstlich aus sind. Und dann haben wir hier die, irgendwo gibt es noch eine Naturmaden. Hier, die ist zum Beispiel keine künstliche, die weiße. Aber hier steht Präsentation senken und das habe ich auch gelernt. Nur die Köder, wo tatsächlich Schwimmer steht, bringen einem dann quasi das neue Angelerlebnis. Denn wenn hier senken steht, wir können die an die Pose dran packen, aber weil das halt Wacklerposen sind, sind die dann tatsächlich unter Wasser. Das, ich weiß gar nicht, ist das echt auch so, ich habe das ganz dunkel irgendwo im Hinterkopf. Ich meine, man kann ja mit so einer Unterwasserpose halb fischen, aber boah, ich meine, gibt ja alles, deshalb, ich möchte nichts ausschließen. Auf jeden Fall, wenn wir einen Köder dran packen, wo Senken steht, dann ist das quasi wie das normale Grundangeln. Dazu haben die auch noch geändert, dass man quasi schneller reagieren muss. Und der Fisch sich nicht mehr automatisch ermüdet, wenn der an der Rute ist. Also der neigt dazu, eher wieder loszulassen, beziehungsweise den Köder auszuspucken, wenn wir die Rute nicht schnell genug vom Rodbot hochheben. Und wenn wir es tun, dann haben wir auf jeden Fall noch den ganzen Kampf vor uns. Und nicht mehr ein automatisches Reinholen, weil der Fisch sich schon totgekämpft hat. Aber ich habe mir mal hier einen neuen Angelkoffer zusammengebaut. Unser Angelkoffer 3. Und Leute, ihr seht's, die pinken Rute, die gehört uns. Und die pinke Rolle natürlich dazu mit dem schönen türkisen Rollenkopf hier. Mit der Spule und dem Rollenbügel. Wunderschön. Frag mich nicht, warum ich genau die erwischt habe. Ich habe mir hier irgendwie durchgekauft gehabt. Und ich glaube, am Anfang hatte ich mir die 14er gekauft und die Schnur hier. Weil ich auch eine Matchschnur haben wollte. Und
dann war halt die darüber genau die pinke und darüber war auch die pinke. Deshalb hat das auch genau mit den Punkten gepasst gehabt. Ich konnte jetzt nicht hier noch irgendwie zur Seite wechseln, weil ich halt... Okay, blau und orange passt jetzt auch nicht so geil. Irgendwie sind die Kombos hier ein bisschen bescheiden. Ja, steht sie auch ein bisschen. Müsste man hier so über Kreuzschmäler kaufen. Ja, das wäre irgendwie besser. Aber hier, pink, pink. Hammer geil. Das nehmen wir auf jeden Fall. Aber heute würde ich sagen, versuchen wir es mal mit den Posen fischen. Aber ich muss mal kurz meinen Angelkopf überarbeiten, glaube ich. Denn ich habe nämlich nur den Bolli und die Made. Für Schwimmer. Haben wir nicht noch irgendwas anderes, was wir mit Schwimmer benutzen können? Dumbbell. Den haben wir auch noch im Schwimmer mit 8 mm. Den könnten wir einpacken. Oder was kosten hier die Tiere? Das sind wahrscheinlich zu teuer. Ah, hier die Senken, Schwimmer, hier die Caster. Aber 1500, 2000, die habe ich nicht mehr. Deshalb muss ich mal gucken, was ich jetzt hier dran packe. Ich nehme mal den hier mit. Der kann ja nicht schaden. Und hier müssten wir vielleicht auch noch was haben. Hier künstlichen Mais haben wir noch. Schade, dass ich keine Maden habe. Na gut, aber ich kann ja mal einen mit... Schwimmer senken. Ich kann ja mal eine Made mitnehmen. Dann können wir uns das mal mit dem Grundangeln auch noch angucken. Nehmen wir mal die Lebende hier. Und dann würde ich sagen, soll es das gewesen sein mit dem Angelkoffer. Und wir suchen uns mal ein Gewässer zum freien Angeln. Und da können wir eigentlich direkt mal bei dem hier bleiben, bei dem ersten. Denn wir haben kleine Haken, kleinere Köder... Deshalb können wir es eigentlich mal auch auf kleinere Fische versuchen. Und hier gibt es ja seit dem letzten Update ein paar Rotaugenbossfische. Und die sollen jetzt häufiger beißen. Die habe ich noch gar nicht gefangen. Also vielleicht erwischen wir davon einen. Deshalb würde ich sagen, gucken wir uns das doch direkt mal an. Angelkoffer 4. Ne. Ah, 3. Okay, 3 war es. Ja, das stimmt soweit. Dann können wir auf Spielen klicken und zum Gewässer. Dann gucken wir uns mal die Posenfischerei hier an. Wo gehen wir denn mal am besten hin? Am besten gehen wir hier hin und laufen nach da unten, oder? Oder da auf die Brücke. Eigentlich egal. Gehen wir mal hier rum. Hier sehen wir schon unsere heiße Route hier. Auch wenn die im Wasser... Im Spiel, also in-game hier, ist die ein bisschen mehr rosa als pink. Aber macht nichts, wir beanspruchen natürlich direkt mal den Angelplatz und wählen mal die größte aus, die wir haben können, die 12er. Und packen da mal eine künstliche Mückenlarve drauf. Das ist doch gut für so ein Rotauge, würde ich sagen. Deshalb machen wir es mal damit und versuchen es. Tiefe und sowas kann man, glaube ich, gar nicht einstellen. Das ist irgendwie alles random. Und jetzt heißt es einfach abwarten und das Ding beobachten. Und dann kommt die nächste Neuerung. Das Problem ist, wir könnten das jetzt ablegen, aber die Fische, die sind bei der Pose, glaube ich, relativ schnell weg nach dem Biss. Und da kommt's. Guter Anschlag. Wir müssen nämlich jetzt tatsächlich den Anschlag setzen. Und wenn wir da ein bisschen trödeln, dann war's das. Und der Fisch ist weg. Deshalb, ich kann gleich mal gerne versuchen, das irgendwie aufs Rodpot zu legen. Aber ich glaube, dann habe ich hier nicht schnell genug in der Hand, um da irgendwie irgendwas schnell rauszubekommen. Beziehungsweise überhaupt den Anhieb zu setzen. Jo. Und da war die Bremse zu weit zu. Kurz geschlafen. Fisch weg. Da war das Rotauge größer als erwartet. War vielleicht schon direkt mal hier der Bossfisch. Lol, habe ich eine 2-10 Biss bekommen oder warum wackelt die da rum? Der hängt ja so halb im Wasser drin, nicht, dass er einen Fisch anbeißt. Aber wir warten jetzt ja erstmal noch den nächsten Biss. Wir wollen jetzt mal hier einen Fisch hier sehen. Ich habe jetzt natürlich die dünne Schnur drauf, deswegen muss ich mit der Bremse ein bisschen aufpassen. Da springt ein Karpfen. Wir können gleich auch nochmal den Bolli versuchen. Und der Anschlag sitzt. Sieht krass aus, wie die Route nach hinten gerissen wird, aber in Wahrheit bewege ich meine Maus gar nicht so schnell. Das ist einfach die Animation davon. Finde ich eigentlich ganz nice. Gucken wir mal, ob wir den jetzt hier landen können. Aber auch der will nochmal fliehen.
Also für ein Rotauge, jetzt kämpfen die ganz schön stark irgendwie. Vielleicht haben wir eine Brasse oder sowas dran. Hier unten ist auch ein Karpfen. Direkt vor seinen Füßen. Ich glaube, der ist tatsächlich da, weil die Route hier ausgelegt ist. Beziehungsweise hier die... Da, jetzt sehen wir den hier unten rechts über Ekeschein. Da sind ganz viele. Die sind, glaube ich, tatsächlich da wegen dem Ding hier. Wegen den Routen, die hier im Wasser baumeln. Ja, und da ist nämlich auch der Biss gewesen. Und der Fisch ist ab, wie wir gerade gehört haben. Und wir haben die erste Schleie gefangen. Mit 1,5 Kilo. Gar nicht mal so schlecht für den ersten Fisch hier. Aber kein Bossfisch. Ich möchte jetzt mal hier kurz auf den Rotpot legen und dann mal kurz gucken. Aber jetzt sehe ich gerade keinen Fisch. Schon komisch. Egal, wir versuchen einfach nochmal weiter mit der Mückenlarve ein bisschen. Okay, war jetzt nicht ganz so weit, aber egal. Sollte schon passen. Irgendwo wird da bestimmt gleich ein Fisch vorbeikommen. Ja, da haben wir einen perfekten Anschlag und ab geht der Drill. Heute haben wir auch zum ersten Mal das Gruppenfeature getestet. Ich habe da eine Ankündigung geschrieben und ein Event erstellt, weil ich in der Uni eine Freistunde hatte und dann gerade mal gezockt habe. Und dann habe ich gedacht, wenn ich schon zocke, dann können diejenigen, die da sind, auch gerne mitzocken. Und das hat super funktioniert. Bin dann in den Gruppenchat gekommen und da konnte ich sie dann rüber einladen oder die konnten über mich joinen. Das war auf jeden Fall super. Und die haben sogar die Pop-Ups bekommen für die Ankündigung bzw. für das Event. Also auch das scheint über Steam zu laufen. Dass man das nicht verpasst, zumindest wenn man es aktiviert hat. Ich glaube, man kann das auch deaktivieren in den Steam-Einstellungen irgendwo. Aber hat auf jeden Fall hervorragend geklappt und gab auch keine Verbindungsprobleme hier mit Eurofishing. Also scheint der Multiplayer auch gut funktionieren. Und hier haben wir tatsächlich schon Karpfen. Mein Gott, was ist denn hier los? Ich habe hier eine Mückenlarve dran und war hier nicht ein Rotauge. 4,5 Kilo Karpfen. Ja, das läuft auf jeden Fall. So, und jetzt versuchen wir das mal. Indem wir die Route aufs Rodpot legen. Da sehen wir zum einen das Posensymbol nicht. Was schon mal eher suboptimal ist. Und zum anderen werden wir gleich wahrscheinlich den Biss verpassen. So, jetzt haben wir einen. Ja, und direkt ist ab. Also ich konnte nicht mal mehr anschlagen, weil einfach die Spannung dafür zu gering ist. Wobei, das ich möchte mal kurz was testen. Oh ne, das nicht. Einmal kurz die Made nehmen, weil die müsste ja eigentlich sinken. Aber jetzt haben wir tatsächlich... Vielleicht war das gerade auch nur ein Bug. Das ist totaler Bullshit, was ich gerade erzählt habe. Ah, hier haben wir einen Biss vorne gehabt. Also ich kann auch mit dem sinkenden Köder tatsächlich mit der Pose fischen. Dann war das nur ein Bug, denn ich hatte das gerade einmal kurz getestet mit dem Posenfischen. Und da hat das nicht geklappt, als ich einen sinkenden Köder hatte. Da hatte ich auch keine Pose an der Schnur. Als ich ausgeworfen habe, also wir sehen jetzt hier, wenn wir auswerfen, die Pose da baumeln, aber einfach nur so ein Bleiklumpen dran ist, habe ich gedacht, das geht irgendwie nicht. Aber anscheinend scheint das alles doch zu funktionieren, also nehme ich alles zurück, was ich gerade gesagt habe zur Köderauswahl. Ihr könnt ja dran packen, was ihr wollt anscheinend. Vielleicht müsst ihr ein bisschen auf die Größe achten, das ist dann vielleicht nicht ganz so optimal, wenn ihr da irgendwie einen riesen Köder dran packt. Am 12er System hier. Aber ich weiß auch nicht, ob das... Ja, hier beißen, da unten ist Karpfen dran. Seht ihr das? Seht ihr an der zweiten Karpfen? Was ist das bitte? Warum beißt die denn hier an der Route, die im Wasser einfach nur baumelt? Wir haben auf jeden Fall hier eine Brasse. Sehr gut. 1,8 Kilo immerhin. Gar nicht mal so klein für eine Brasse. Aber was ist denn hier unten los?
Vor allem, ich habe da noch gar keinen Köder und gar nichts ausgewählt. Also irgendwie. Shiny Fische auf jeden Fall. Bock drauf zu haben. Interessant. Na gut, wenn er jetzt anbeißen würde, dann würde ich das sowieso da nicht hinbekommen. Es piept, aber ich sehe nichts. Also ich glaube, das ist zum Ansitzangeln tatsächlich ein bisschen bescheiden, möchte ich sagen. Weil das Rollsport bringt einem halt nichts, außer man hat halt diese Fehlbisse, die einem vor die Füße anbeißen. Aber zum Pirschangeln ist, glaube ich, Posenangeln gar nicht mal so scheiße. Wenn da vielleicht noch ein bisschen mehr zur Auswahl kommt an Größen oder was weiß ich. Auch wenn ich nicht weiß, ob das jetzt die Hakengröße sein soll oder irgendwie die Systemgröße, keine Ahnung. Ich kenne mich mit Wackler-Angeln, wie gesagt, nicht so genau aus. So eine normale Pose, die kriege ich wohl noch zusammengebaut, aber da gibt es auch immer so zig verschiedene Systeme, womit ich mich nicht so unbedingt befasse, weil ich meistens sowieso nur in Flüssen angle und da ist Pose eher bescheiden, wenn man die nicht irgendwie verankert, weil man dann alle 10 Minuten sowieso seine Route reinholen muss und mal auswerfen muss, weil der irgendwo im Posemuckel rumtreibt und nicht da, wo man seine Fische vermutet. Zum Stippen ist das ganz nett. Das mache ich ab und zu mal. Aber sonst eher nicht. Und bei uns beißt es tatsächlich der Fisch eher hier vorne als da hinten, oder was? Gut, wenn da keiner kommt, dann würde ich sagen, nehmen wir mal eine andere, wa? So. 12. Packen wir mal einen Boilie dran. Gucken wir mal, was damit geht. Ob wir damit hier so einen Karpfen rausziehen. Auch wenn wir eigentlich ein Rotauge fangen wollten. Aber irgendwie sind wir zu blöd zum Rotaugen fangen. Guck mal, was auf den Boilie geht. Man sieht die Posen tatsächlich auch auf der Wasseroberfläche. Also nicht nur anhand des Symbols. Aber sie sind schon etwas ziemlich klein. Ah, jetzt kommt er auf 1, aber der wird natürlich dann gleich direkt, ja, seht das. Also der zieht einmal kurz zur Seite und dann ist er direkt weg. Da hat man nicht viel Zeit zum Reagieren. Jetzt zieht der nächste. Das scheint tatsächlich neu zu sein. Oder ich hatte einfach nie die Geduld, dass ich geglaubt hätte, ich müsste das jedes Mal resetten, wenn da ein Fehlbiss war. Aber jetzt haben wir zwei Fehlbisse gehabt auf der 1. Ohne dass wir vorher neu ausgeworfen haben. Und das hier scheint tatsächlich was Größeres zu sein. Ah, und auf 1 ist wieder einer dran. Und wieder ab. Aber der hier ist gar nicht mal so schlecht. Macht auf jeden Fall Spaß hier am feineren Gerät mal wieder. Sonst habe ich immer das Hardcore-Gerät drauf gehabt, weil ich auch große Fische fangen wollte, aber hier auch so mittlere Fische an der feineren Schnur machen auf jeden Fall viel Spaß beim Drillen. Da haben wir den Karpfen. Ja, der ist gar nicht mal so schlecht. Guter Fisch für Pose, 5,8 Kilo. Das ist ganz ordentlich. Ich glaube, auch für das erste Gewässer hier ist das gar nicht mal so verkehrt. So, aber nehmen wir jetzt die 1 wieder. Oder versuchen wir es nochmal mit dem Boilie. Ich versuche erstmal noch mit dem Boilie. Aber zum Rotaugenangeln bin ich tatsächlich zu blöd. Grandios gescheitert. Ich fange selbst auch für Mückenlarven Karpfen. Ah, jetzt kommt der natürlich auf 1, aber den werde ich natürlich nicht mehr kriegen, glaube ich. Ja, ist nämlich weg. Das Symbol verstehe ich auch nicht so ganz, warum das mit der Pose, warum die so halb aus dem Wasser rausguckt. Aber wir haben hier einen Fisch
mit einem guten Anschlag haken können. Dann gucken wir mal, was wir hier für einen dran haben. Oh, der ist auch gar nicht so klein, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was ich hier für Köder drauf habe. Ich habe den Marder, oder? Ich muss ja den Marder drauf haben, glaube ich. Da habe ich gerade einmal kurz gewechselt, aber auch mit Maden sollte man eigentlich Rotaugen fangen. Sollte man zumindest meinen. Vielleicht mal gleich einen kleineren Haken ausprobieren. Das könnte natürlich sein, dass wir hier mit dem 12er-System keine Rotaugen fangen. Was haben wir hier? Sieht aus wie eine Brasse oder so. Ich erkenne es gerade schlecht im Wasser. Ja, wieder eine Brasse. 1,8 Kilo wieder. Und zurück mit dir ins Wasser. Aber ich möchte noch ein Rotauge haben. Also nehmen wir mal hier den 20er habe ich gar nicht mit, aber den 18er habe ich mit. Und die Mückenlarve wird schon richten. So. Schön da Richtung Ufernähe. Da wird doch wohl ein Rotauge vorbeikommen. Anschlag gesetzt. Und ab geht die wilde Fahrt. Ja, macht auf jeden Fall nicht so den größten Eindruck. Fluchten sind nicht so hart, nur vom Land muss er wegbleiben. Denn das gibt es tatsächlich immer noch. Das steht auf jeden Fall bei den bekannten Bugs in den Patch Notes, dass die Fische an Land gehen und dann die Schnur flöten geht. Das möchte man natürlich vermeiden. Oh, erstmal kommt es. Boah, was war das? Einmal hier kurz rüber geglitscht. Aber wir haben eine Schleie dran. Ein Kilo. Ja, wenn ich so erfolgreich beim Posenfischen wäre, dann würde ich das nur machen. Irgendwie unfähig, die kleinen Fische zu fangen. Selbst hier am Anfangstümpel. Gib mir doch ein Rotauge. Das kann doch nicht so schwer sein. Oder gibt es jetzt hier nur noch Boss-Rotaugen? Die sind so mega selten, dass ich die einfach nicht fange. Aber hier muss auch normale Rotaugen geben. Aber immerhin ein bisschen Abwechslung hier reingebracht in die ganze Sache. Posenfischen. Schon mal gut. Jetzt hoffe ich, dass noch weitere Fischarten kommen. Denn bis jetzt fängt man halt tatsächlich auch gerade, wenn man auf größere Fische aus ist, als wir heute zusammen gezockt hatten. Da haben wir in Spanien gespielt und da habe ich versucht, die ganze Zeit einen Wels zu fangen. Und ich glaube, ich hatte 25 Fische am Ende. Und 24 davon waren halt Karpfen und ein Wels. Also das Verhältnis ist ein bisschen unausgewogen, möchte ich sagen. Da sind dann schon viele, viele Karpfen dabei. Ist natürlich jetzt auch nicht ganz unlogisch, wenn man mit Boilies und Dumbbells in großen Formaten angelt. Aber deshalb gerade noch mehr ein Grund dafür, andere Fischarten einzuführen und da irgendwie das Artenspektrum ein bisschen zu erweitern. Na, Anschlag sitzt. Ich weiß gar nicht, ob das geplant ist oder inwiefern überhaupt neue Fischarten geplant sind. Dazu habe ich noch nichts gelesen. Dass Posenfischen kommen sollte, war ja angekündigt worden. Also muss man mal abwarten, inwieweit die das jetzt hier noch weiterentwickeln. Und was als nächstes geplant ist, dazu habe ich noch nichts gelesen. Aber da lassen wir uns natürlich überraschen. Und das hier sieht irgendwie auch nicht aus wie ein Rotauge, sondern wie eine weitere Schleie, würde ich mal sagen. Ja, aber immerhin hier so eine Leopardenschleie. Ich meine, etwas wird wahrscheinlich kein Bossfisch sein, aber immerhin ein paar Flecken hier. Eine normale Schleie mit 2,1 Kilo. Da würde ich aber sagen, machen wir hier trotzdem Feierabend. Das Rotauge wollte sich nicht zeigen lassen, aber Posenfischen ist am Start. Macht auf jeden Fall Bock. Das Rodpod ist überflüssig, meine ich einfach mal so zu behaupten. Aber fürs Pirschen ist es, glaube ich, schon relativ nice. Deshalb würde ich sagen, gehen wir mal demnächst wieder auf die Pirsch und vielleicht auch auf den Geisterkarpfen in Spanien. Denn wenn wir hier die dicken Boilies dran packen können, dann können wir den auch mit dem Pose fangen. Also werde ich mein Glück da wahrscheinlich mal versuchen
Und dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und sage Petri Heil und bis zum nächsten Mal.